Musa, wir kommen. Zeitritter. Sie sehen ja auch irgendwo trollig aus, ne? Aber nicht, dass sie die Zeit zurückdrehen. Alles klar, die halten die Zeit an. Von mir aus auch so. Aber stark sind sie dafür nicht. Trotzdem irgendwie witzige Gegner. Hooray. Wir haben es ja nicht mehr sehr weit. Ich bin auch gleich gespannt, was in Musa abgeht. So Leute, da wären wir. Musa ist erreicht. Jetzt schauen wir nach, was hier abgehen tut. Falls überhaupt noch was von Musa steht. Dort in der Ferne liegt Musa. Wir müssen von hier an besonders vorsichtig sein. Was? Was zur Hölle war das jetzt? Seht doch nur, wie wunderschön das ist. Zuzuschauen, wie ihre schmutzigen Seelen in die Vergessenheit gesaugt werden. Was ist denn los? Glaubst du etwa nicht, dass es schön ist? Wurdest du etwa auch ohne das edle Blut deines Vaters geboren? Warum würdest du mich so etwas fragen? Weil du mich interessierst. Deine Augen unterscheiden sich von denen dieser anderen Schweine. Direkt unter der Oberfläche kann ich die Dunkelheit in dir sehen. Ich bin sicher, dass du es auch fühlst. Aber ich bin meinem Vater dankbar dafür, dass er mich aufgenommen hat. Opfern wir ihre Seelen. Befreien wir die böse Bestie. Reinigen wir dieses verfaulte Land. Oh je. Luca Blight tut wieder Böses. Was in aller Welt? Jetzt hast du auf jeden Fall gesehen, was abgeht. Wahrscheinlich lassen die uns nicht so einfach rein, oder? Oh, es ist keine Wache hier? Es ist schon eine Weile, aber es gibt kein Zeichen von Leben mehr. Na, irgendwo traurig. Die Stadt war so schön belebt, ne? Und wenn hier keiner mehr ist... Alles verschlossen. Eine richtige Geisterstadt geworden. Faded Plant. Okay. Und die englischen Texte gibt es immer noch hier. Oh. Hilf mir! Ein Soldat?
Stopp! Identifiziert euch! Wir brauchen uns deinesgleichen nicht vorzustellen. Irgendetwas ist merkwürdig mit ihnen. Nehmt sie fest! Nö, das wissen wir zu verhindern. Angriff! Sind nur ein paar Soldaten. Ich merke aber, die halten etwas mehr aus diesmal. Sie sind gut trainiert worden. Ich würde sagen, Luca hat seine Soldaten gut rangenommen. Na komm schon. Der steht auch nicht mehr lange. So, wer will noch mal Wert noch nicht? Wer in aller Welt sind diese Kerle? Ist alles in Ordnung? Was zum Teufel ist denn passiert? Ein Monster! Ein silbernes Monster! Alle wurden lebendig gefressen! Meine Frau! Meine Kinder! Mein Vater! Meine Mutter! Es hat sie alle erwischt! Alle gefressen, lebendig. Hey, hey, beruhig dich. Verdammt, dieser Bastard, Luca Blight. Wie kann er es nur wagen? Dafür wird er bezahlen. Lord Ryu, ich gehe zurück nach Rock Axe. Ich werde diese Highlander dorthin zurückschicken, woher sie gekommen sind. Das sind sie! Beeil dich, wir dürfen nicht gefangen werden. Okay, lauf! Bevor sie uns erwischen. Jetzt haben wir noch wahrscheinlich ein größeres Problem. Jetzt, wo sie wahrscheinlich wissen, von wo wir kommen. Hey. Das kann ja wieder was werden. Oh, Zeitritter, zwei Stück. Ihr seid der Herz allerliebst. Weg sind sie. Das Gute ist echt, dass ich diese Karte habe, ne? So, man wirklich die beste Orientierung. Ein weißer Tiger. Jetzt haben wir einen neuen Bettenvorleger. Es war mal ein weißer Tiger. So, lasst mich schnell durch. Sir Miklotov, ich bin so froh, dass du es sicher zurückgeschafft hast. Nach dem Vorfall hat uns Lord Gerudo sofort befohlen, die Grenze zu schließen und niemanden hineinzulassen. Wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Ich danke dir für deine Besorgnis. Gut, schnell zurück. Ich hoffe, sie können die Soldaten wenigstens abhalten. Wobei, zu zweit, könnte kritisch werden. Ich bin ja nur gespannt, was Gerudo dazu sagen wird, dass wir jetzt da einfach mal reinmarschiert sind. Erfreut wird er nicht sein. Definitiv nicht. Wir haben es zurückgeschafft. Irgendwie haben wir es zurückgeschafft. Aber die Leute von Muse. Lord Ryu, ich bin sicher, Lord Gerudo wird verstehen, wenn wir ihn informieren. Ich schwöre bei meinen Händen, Luca Blight wird fallen. Beeil dich, Ryu. Jetzt wird sich das Rittertum von Matilda mit Sicherheit als Alliierte anschließen.
Und wenn nicht, dann prügeln wir ihnen ein bisschen Verstand ein und dann wird's schon gehen. So, aber wenn ich nochmal hier die Möglichkeit habe, werde ich sie nochmal nutzen. Dann erstatten wir Gerudo einmal Bericht. Gut, haben wir das. Guten Morgen. So, Lord Gerudo. Wir müssen mit dir reden. Dringend. Ah, falscher Weg. Klopf, klopf. Ja, wir waren schon erwartet von Camus. So, du bist also zurückgekommen, Miklotov. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Ja, ich traf Lord Rio auf dem Weg und wir reisten zusammen. Aber das ist jetzt egal. Wo ist Lord Gerudo? Ist etwas geschehen? Du bist normalerweise nicht so anmaßend. Etwas ist geschehen. Ich kenne nur Bruchstücke der Geschichte, aber diese Hunde aus Highland richten schreckliche Dinge an. Beruhige dich. Ein Ritter sollte in der Lage sein, seine Gefühle unter Kontrolle zu haben. Du verstehst nicht. Aus dem Weg, Camus. Diese Gefühle können nicht kontrolliert werden. Was ist denn bloß in ihn gefahren? Wenn du das gesehen hättest, hättest du, glaube ich, genauso gehandelt. Ah, hier stehen sogar schon alle. Ich sehe, dass du sicher zurückgekehrt bist, Miklotov. Lord Gerudo, ich habe eine Bitte. Bitte lass mich die Armee oder sogar nur meine eigene Schwadronen der Blauen Ritter nehmen und nach Musa eindringen. Bist du verrückt? Warum sollten wir das tun? Highland hat keine Absicht, uns zu bekämpfen. Aber du willst einen Krieg mit ihm beginnen? Die Armee von Highland trieb alle Menschen aus Muse und den umliegenden Städten zusammen und opfert sie in einer Art bizarren Ritual. Es war ein Massaker. Wir können nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Wo bleibt da unsere Ehre als Ritter? Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Aber wir Ritter haben die Verantwortung, dieses Land zu regieren. Und wir können nicht einfach unsere Bürger in gefährliche Situationen bringen. Du kannst nicht damit rechnen, dass Highland uns lange in Ruhe lässt. Wenn die anderen Städte des Staates fallen, wird Luca Blight auch uns zerstören. Ruhe! Das Massaker, von dem du plapperst, hast du es wirklich mit deinen eigenen Augen gesehen? Nein, aber wir wissen, dass sie alle Flüchtlinge gefangen haben. Halt den Mund! Du sprichst von ritterlicher Ehre? Als Captain der Ritter hast du mir nicht bei dem Emblem auf deiner Brust geschworen, dass du mir bis in alle Ewigkeit loyal bleibst? Ist ein Bruch dieses Schwurs Teil deiner ritterlichen Ehre? Ich tat es. Ich habe bei diesem Emblem geschworen, aber dies ist meine wahre ritterliche Ehre. Wenn du es so haben willst, in Ordnung. Nun geh mir aus den Augen. Ein Schwur brechen, ein Schwur der Loyalität zu brechen, ist die größte Schande für einen Ritter. Aber ich bin in erster Linie ein Mensch und in zweiter Linie ein Ritter. Ich brauche diesen Titel nicht. Ich beuge mich selbst der Schande, die du auf mich häufst. Aber ich werde dir niemals vergeben. Ich kann nicht tatenlos daneben stehen, wenn Leben nutzlos fortgeworfen werden. Er hat das Emblem einfach abgerissen. Du brichst deinen Eid. Miklotov ist nur ärgerlich. Lass ihn sich ein bisschen beruhigen. Du bist gerade rechtzeitig gekommen, Camus. Nimm diesen Mann fest.
Wirf ihn ins Gefängnis! Miklotov gefangen nehmen? Das kann ich nicht tun. Was? Was hast du da gesagt? Auch er wirft sein Emblem weg. Ich schätze, dass ich meinen Eid auch brechen werde. Ich kann dir nicht gehorchen. Camus! Lord Rio, bitte erlaube Miklotov und mir, dass wir uns der Squirrel Armee anschließen. Wir sind nicht länger Ritter, aber wir besitzen immer noch unsere Herzen und unsere Fähigkeiten. Wir werden dir sicher helfen können. Miklotov und Camus sind dabei. Ihr Verräter, ihr könnt nicht einfach davon gehen. Du, Wachen, nehmt sie alle fest. Rasch, beeil dich. Ja, die weigern sich wohl. Sir Camus, Sir Miklotov, bitte lasst mich euch begleiten. Ich möchte an eurer Seite kämpfen. Du... Sir Miklotov, bitte nimm mich auch mit. Alle schmeißen sie ihr Emblem dahin. Ihr Idioten! Ihr habt also eine Handvoll Ritter gegen mich gewendet. Was glaubt ihr denn, was ihr damit erreicht? Es tut mir leid, alle. Lord Rio, es ist nicht sicher, wenn ihr länger in dieser Burg bleibt. Ist er jetzt wirklich einfach nur hinter den Sitz gegangen? Oh Mann. Wir müssen aus der Burg entkommen, ehe Gerudo seine Armee ruft. Miklotov, du gehst mit Lord Rio. Ich werde einige der anderen Ritter mit mir nehmen und euch folgen. Ich sollte eigentlich in der Lage sein, einige mehr davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Oh, wie ich es hasse, sie zum Hochverrat zu verleiten. Sei vorsichtig. Keine Sorge, ich komme bald. Wir müssen uns beeilen. Die Grenze nach Muse ist möglicherweise immer noch unter Gorudos Kontrolle. Darum müssen wir durch Greenhill entkommen. Alles klar. Nee, die bleibt. Wir sollten jetzt in Sicherheit sein. Ich bin so müde von der ständigen Flucht. Lord Miklotov, sie verfolgen uns. Was? Es sind zu viele. Jups, es ist okay. Wir werden irgendwie triumphieren. Bereitet euch auf den Kampf vor. Shu ist auch hier? Wir sind gekommen, um dich zurückzubegleiten, Lord Rio. Shu, Gott sei Dank. Nun haben wir eine Chance im Kampf. Ich bezweifle, dass du uns brauchen wirst. Sieh dir deine Verfolger einmal etwas näher an. Ja, das sind die falschen Verfolger. Es tut mir leid, dass wir so spät kommen, Miklotov. Camus, was ist mit all diesen Leuten? Sie teilen unsere Abscheu für Gerudos Methoden. Etwa die Hälfte der roten und blauen Ritter haben sich entschlossen, sich uns anzuschließen. Ihr müsst Lord Camus und Lord Miklotov sein. Ich bin Shu, der Stratege der Squirrel Armee. Es ist mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Ich bin der frühere Captain der blauen Ritter von Matilda, Miklotov. Und ich bin Camus, früherer Captain der roten Ritter, nun ein einfacher Schwertkämpfer. Die Squirrel Armee heißt euch beide willkommen. Lord Rio, wir müssen sofort zurückkehren. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch der Aufmerksamkeit der Armee von Greenhill entziehen können. Na, sehr schön, wir sind direkt im Hauptquartier. Ja, direkt einmal speichern, ne? Und dann würde ich sagen, es ist Zeit für eine Besprechung.
Ich fühle mich irgendwie erleichtert, dass ich wieder hier bin. Ich schätze, dass es deshalb ist, weil ich hier gerne leben möchte. Lord Rio, wir waren leider nicht in der Lage, eine Allianz mit den Matilda-Rittern zu bilden. Aber wir haben viele neue Rekruten gewinnen können. Die Armee von Highland sitzt aber auch nicht tatenlos herum. Sie werden uns früher oder später mit Sicherheit angreifen. Dies ist nur eine kurze Pause. Ab morgen werden wir wieder kämpfen müssen. Dann dürfen wir also wieder in die Schlacht ziehen? Morgen wieder kämpfen. Nun, wir wollen dem Rat von Shu folgen und uns etwas ausruhen. Ich glaube, Pelika hat dich sehr vermisst, als du fort warst, Rio.